Hallo YouTube, wie immer herzlichen Dank für den ganzen Support in den vorherigen Videos. Lasst also gern wieder ein Like und ein Abo da und unterstützt mich einfach ein bisschen auf dem Weg, um euch diesen Greyzone Warfare Content besser nahe zu bringen. Heute gehen wir das Thema Schutz an. Auch wieder speziell für die ersten Missionen. Was ist eine gute Rüstung und was bedeuten die ganzen Kennzeichnungen? Auf jeden Fall gibt es einmal zwei verschiedene Arten von Rüstungen, einmal mit und einmal ohne Slots. Die mit den Slots nehmt dann auch den zweiten Slot von eurer Weste weg und so könnt ihr nur ein Item mitnehmen, was von Vorteil sein kann, was aber sicher ein wesentlicher Vorteil für euch ist, wenn ihr unterwegs etwas findet und nur mit einer normalen Weste unterwegs seid, könnt ihr diese schneller tauschen und müsst nicht den ganzen Inhalt des Plate Carriers noch verschieben. Und das wäre schon ein Pluspunkt für die Weste. Nun zu den verschiedenen Rüstungseigenschaften. Es gibt aktuell eigentlich auch nur zwei wichtige Punkte, nämlich einmal die Rüstungsstärke und einmal die Plattenposition. Das Protection Level orientiert sich auch an den Kennzahlen der Realität und so ist es dann auch hier, dass einfach Level 1, 2, 3, je höher, umso besser euer Schutz gegen die gegnerische Munition. Achtung! Auch hier nicht irgendwie mit den römischen Zahlen verwirren lassen. Innerhalb dieser Levels gibt es dann doch nochmal Unterschiede, nämlich gibt es dann zum Beispiel 3A, das wäre die schwächste der Dreierklasse, die normale 3 und die 3+, das wäre damit dann die stärkste. Am Anfang könnt ihr im Shop eigentlich nur die 3A Armor kaufen, wobei ihr in eurem Starter-Set auch die CZ4M Lancer habt, die eine normale Dreierrüstung ist. Hier merkt ihr dann schnell, diese 3A ist vielleicht gut gegen die 9mm Munition oder auch die 45er Munition, aber leider geht da die AK Munition schon ziemlich durch und dann kommt es natürlich auch noch auf die Plattenposition an. Nochmal als Info, diese Dreierweste gibt es jetzt eben im Startergear und später dann aber erst ab Level 2 mit Handshake zu kaufen. Der zweite große Punkt, der hier noch eine Rolle spielt, ist die Plattenposition. Hier auch ersichtlich an den farbig gekennzeichneten Icons. Es gibt dann einmal die Platte von vorne, von hinten und von der Seite, eben F für Front, B für Back und S für Side. Und dann geht es mal ziemlich schnell, wenn ihr umzingelt seid von Gegnern oder nicht aufpasst und ihr bekommt einen Schuss von hinten, dann geht der einfach glatt durch und kann natürlich eure wichtigen Organe treffen und so kann es auch manchmal sein, dass ihr dann eben gerade beim Tragen von so mancher Rüstung dann von der Seite oder auch von hinten einfach getötet werdet durch eine Pistole oder eine MP. Zu den Helmen. Bei den Helmen gibt es aktuell nur diese 3A Helme. Es empfiehlt sich trotzdem auch in den Anfangslevels unbedingt einen Helm zu tragen, da euch diese einfach Leben retten. Gerade in den Anfangssessions sind da noch Gegner mit Pistolen, MPs, wo die ein oder andere Kugel einfach vom Helm reflektiert werden kann und dadurch ihr euren ganzen Run eigentlich saved. Ich hoffe, diese Einführung in die Rüstungen hat euch ein wenig geholfen. Lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Schaut doch auch bei den anderen Videos dabei, wenn euch das Thema interessiert. Und vielleicht bis bald im Game, euer Kühni.